Kommen wir jetzt einzeln zu den jeweiligen Büchern. Und wir werden über alle sechs, inshallah, sprechen und auch kurz über die Autoren. Und zwar das erste Buch, Sahih al-Bukhari. Der Autor ist der große Imam und Hafiz und Führer der Gläubigen im Hadith, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari aus dem heutigen Usbekistan. Bukhara ist eine Stadt, sie liegt im heutigen Usbekistan. Und was viele nicht wissen, der Vater von Imam al-Bukhari war auch ein Schüler des Wissens. Und al-Bukhari selbst sagt, mein Vater hat von Malik gehört. Und er hat Abdullah ibn al-Mubarak gesehen und hat ihm die Hände geschüttelt. Oder hat ihm die Hand geschüttelt. Aber sein Vater ist recht früh gestorben. Als sein Vater gestorben ist, war al-Bukhari noch ein kleiner Junge. Und deswegen ist er als Yetim, als Waisenkind aufgewachsen bei seiner Mutter. Und es wird gesagt, er hat im jungen Alter sein Augenlicht verloren. Er wurde blind, al-Bukhari. Und seine Mutter war eine rechtschaffene Frau. Nahsabuha wallahu hasibuha. Und dann hat sie die ganze Nacht gebetet. Dein Sohn sieht auf einmal nicht mehr. Und dann hat sie die ganze Nacht durchgebetet und hat Dua gemacht, bis sie dann eingeschlafen ist. Und dann hat sie im Schlaf Ibrahim alayhi salam gesehen. Und er sagte, Allah hat deinem Sohn die Sehkraft wieder zurückgegeben. Und dann ist sie aufgestanden und hat dann auf einmal gesehen, er kann wieder sehen. Und sie hat ihn im jungen Alter in die Kutab geschickt. Und Kutab ist vergleichbar mit heute, mit den heutigen Schulen. Und zwar die Kinder wurden im Alter von 4 oder 5 Jahren in eine Kutab geschickt, damit sie dort das Lesen und Schreiben lernen und den Koran auswendig lernen. Und er ist im jungen Alter, ist er in die Kutab gegangen, al-Bukhari, und hat gelernt. Und als er dann etwas älter wurde, circa 9 Jahre, 10 Jahre, hat ihn seine Mutter genommen und brachte ihn in die Moschee, wo der Hadith-Gelehrte der Stadt Hadithe vorgetragen hat. Es gab dort Hadith-Gelehrte, einen bekannten Hadith-Gelehrten. Und zwar, er sagte, al-Bukhari und Ibn Abi Hatim überliefert diese Geschichte, er sagte, ich sagte eines Tages zu Abu Abdillah, also zu Imam al-Bukhari, wie hast du angefangen mit dem Streben nach Wissen? Er sagte, während ich bereits in Kutab war, habe ich Hadithe auswendig gelernt. Und dann sagte er, wie alt warst du? Er sagte, ich war 10 Jahre alt. Oder noch jünger. Er sagte, danach habe ich Kutab verlassen. Ich habe die Schule verlassen, wo die kleinen Kinder sind. Und bin dann in die Moschee gegangen, in die große Moschee, wo Ad-Dakhili war. Ad-Dakhili war der Hadith-Gelehrte in der Stadt. Er sagte, und eines Tages wurden Hadithe vorgetragen bei diesem Ad-Dakhili. Ihr müsst euch vorstellen, eine große Moschee, er sitzt dort. Und um ihn herum sind Dutzende oder Hunderte von Männern und Studenten und Schülern und Schuyuch. Er sagte, dann wurde gesagt, ein Hadith über Sufyan, über Abu Zubair, über Ibrahim. Er sagte, dann habe ich gesprochen und habe von hinten, und so ein kleiner Junge, 10-jähriger, 11-jähriger Junge, sitzt hinten und sagt, dann habe ich laut gesprochen und habe gesagt, Abu Zubair hat nicht von Ibrahim gehört. Was hat er gemacht? Er hat die Überlieferungskette korrigiert. Dann hat der Lehrer, der Sheikh Ad-Dakhili, sagt, er hat mich dann angeschaut und wollte mich zurückweisen. Dann sagt Al-Bukhari, schau in deinem Buch nach. Und er hatte sein Buch nicht dabei, Ad-Dakhili. Dann ist er aufgestanden, ist dann raus und hat sein Buch geholt und hat dann zu dem Jungen, zu Bukhari gesagt, Kaifa huwa ya Ghulam, was hast du nochmal gesagt, o kleine Junge? Dann sagte er, Az-Zubair ibn Adi über Ibrahim. Dann sagte er, gib mir deinen Stift. Er rief ihn nach vorne und sagte, gib mir deinen Stift. Dann nahm er den Stift von Al-Bukhari und korrigierte dann das, was stand. Und sagte, Sadaqta,
Du hast die Wahrheit gesprochen, o kleiner Junge. Es wurde dann zu Al-Bukhari gesagt, wie alt warst du, als du ihn korrigiert hast? Er sagte, ich war 11 Jahre alt. Naam, rahimahullah. Also der Name Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, der Name seines Werks. Heutzutage, wir sagen immer Sahih al-Bukhari, aber er hat seinem Werk einen Namen gegeben, und zwar Al-Jami' al-Mukhtasar al-Musnad al-Sahih min Umuri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ayyamihi. Merkt euch das, das ist der Name. Al-Jami' ist ein Hadith-Werk, welches viele Hadithe sammelt in bestimmten und in unterschiedlichen Bereichen. Hadithe über den Tafsir, Hadithe über den Fiqh, Hadithe über die Sira, Hadithe über die Aqida. Das ist Al-Jami'. Al-Mukhtasar. Mukhtasar bedeutet, er ist gekürzt. Er hat das nicht sehr in die Länge gezogen. Al-Musnad, die Hadithe sind alle verbunden. As-Sahih, die Hadithe sind authentisch. Er hat also selber darauf hingewiesen, dass die Hadithe authentisch sind. Das ist der Name. Kommen wir zu drittens, einiges über Imam al-Bukhari. Wie schon erwähnt, begann er bereits im jungen Alter nach dem Wissen zu streben, noch bevor er das 10. Lebensjahr erreichte. Und danach, im Alter von 16 Jahren, verreiste er mit seinem Bruder Ahmed und mit seiner Mutter nach Mekka zu Hajj. Und ihr müsst euch das so vorstellen, er kommt aus dem äußersten Osten, aus al-Bukhara, und er liebt das Wissen. Er hat viele Hadithe auswendig, und dann kommt er auf einmal nach Mekka, ein Zentrum des Wissens, wo sich die ganzen Leute versammeln. Die Leute aus dem Irak, aus Ägypten, aus dem Jemen, von überall kommen sie nach Mekka. Und Al-Bukhari geht zu Hajj, und dann sieht er das alles. Was möchte man dann machen als Schüler des Wissens? Man möchte diesen Ort nicht verlassen. Man möchte dort bleiben. Dann hat er seine Mutter darum gebeten, dass er nicht mit ihnen zurückkehrt, sondern dass er weiterhin in Mekka bleibt, und sie hat ihm das erlaubt. Und dann ist er viele Jahre ist er in Mekka und in Al-Medina geblieben. Und er legte eine Wissensreise hinter sich. Diese dauerte ungefähr 10 Jahre. Und er blieb ungefähr 6 Jahre in Al-Hijaz. Was ist Al-Hijaz? Was ist damit gemeint, Al-Hijaz? Wenn wir sagen Al-Hijaz, genau, Al-Hijaz, damit sind Mekka und Al-Medina gemeint. Dort blieb er ungefähr 6 Jahre. Und dann ging er weiter nach Al-Basra, im heutigen Süden Iraks. Und dort blieb er auch mehrere Jahre. 5 Jahre wurde gesagt, dass er dort verweilte. Und es wird gesagt, Imam al-Bukhari, rahimahullah, er hat nur sehr wenig gegessen. Er war dünn, hat wenig gegessen und pflegte auch nur wenig zu reden. Und er war sehr freundlich zu seinen Schülern. Und insgesamt hatte Al-Bukhari mindestens 300.000 Hadithe auswendig. Und darüber hinaus eine andere Sache, was viele nicht wissen: Imam Al-Bukhari zählte zu den ganz großen Fuqaha, zu den ganz großen Fiqh-Gelehrten. Schaut, was drei seiner Lehrer gesagt haben. Sein Lehrer Nu'aym ibn Hammad sagte, Muhammad ibn Ismail ist der Faqih dieser Gemeinschaft. Sein Lehrer Ahmed ibn Hanbal sagte, keiner kam aus Khurasan zu uns, der so ist wie Muhammad ibn Ismail. Das sagt Imam Ahmed in Baghdad. Und sein Lehrer Muhammad ibn Bashar sagte über ihn, er ist der wissendste Mensch in unserer Zeit. Das ist die Shahada von drei seinen Lehrern, dass er zu den großen Gelehrten und auch zu den großen Fuqaha zählte. Viertens, seine Lehrer. Al-Bukhari hörte und schrieb von 1080 Lehrern. Heutzutage, jemand hat 5 Lehrer und er sagt, das reicht, ich habe 5 Lehrer. Schaut, wie früher die Leute darauf aus waren, bei immer mehr Lehrern zu lernen und von immer mehr zu hören, wenn das möglich ist. Aber das Problem ist natürlich in der heutigen Zeit, du bist froh, wenn du die Möglichkeit hast, von 5 Lehrern oder 5 Schuyuch zu hören, welche von Ahlus Sunnah sind. Aber damals, subhanallah, es hat nur so gewimmelt von großen A'imma. Du gehst nach Al-Basra
Und vor allem die Städte. Früher, wenn wir sagen Al-Basra, wie groß war Al-Basra? Wie groß war Al-Medina? Al-Medina hatte vielleicht 50.000 Einwohner, vielleicht 60.000 Einwohner. Und es gab in dieser Stadt 1.000 Gelehrte. Al-Basra hatte vielleicht 20.000, 30.000 Einwohner, aber es gab dort zum Beispiel 500 Gelehrte. Also er hatte über 1.000 Lehrer. Aber eine andere Sache ist besonders bei den Lehrern von Al-Bukhari. Und zwar, sie waren allesamt Leute der Sunna und keine Neuerungsträger. Deswegen sagt Al-Bukhari, ich habe nur von jenen etwas niedergeschrieben und gelernt, die sagen, der Iman ist Aussage und Tat. Das ist die Aqida von Ahlus Sunna wal Jama'a. Die Murji'a dagegen sagen, der Iman ist nur Aussage, wenn du keine Taten verrichtest. Du machst gar nichts, du bist immer noch ein Gläubiger. Diese Leute sind Neuerungsträger. Und Al-Bukhari war darauf aus, dass er nur von Leuten der Sunna lernt. Und das ist auch eine wichtige Information. Wenn du siehst, Al-Bukhari überliefert über einen Scheich, was wissen wir automatisch über diesen Scheich? Oder was können wir automatisch über diesen Scheich sagen? Wir wissen, er ist Sahibu Sunna. Gehört zu den Leuten der Sunna, weil Al-Bukhari über ihn überliefert hat. Und zu seinen Lehrern zählten unter anderem Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Ishaq ibn Rahoya und viele andere große Huffaz und große A'immah. Und zu seinen wichtigen Lehrern zählt auch Makki ibn Ibrahim, über den er über einen Tabi'i und dann über einen Sahabi überliefert. Dieser Makki ibn Ibrahim, Imam al-Bukhari, hat ungefähr 22 Thulafiyat. Was bedeutet Thulafiyat? Vielleicht weiß das Lukas. Thulafiyat in der Überlieferungskette. Okay, ihr sagt drei in der Kette. Was ist gemeint mit drei in der Kette? Wir brauchen das etwas ausführlicher. Genau, zwischen al-Bukhari und dem Propheten sind drei Überlieferer. Das ist mit Thulafiyat gemeint. Imam al-Bukhari hat wie viele Thulafiyat? Er hat ungefähr 22 Thulafiyat. Ahmed hat 300 Thulafiyat. Die anderen Ashab Kutub as-Sitta, Muslim hat keine Thulafiyat. Die anderen haben ein oder zwei. Ibn Majah hat zum Beispiel eine Thulafiyat. At-Tirmidhi hat keine. An-Nasa'i hat auch keine. Abu Dawud hat einige wenige Thulafiyat. Und dieser Makki ibn Ibrahim, über die meisten Thulafiyat während den Lesungen von Sahih al-Bukhari habe ich immer versucht, das niederzuschreiben. Und die meisten Thulafiyat von al-Bukhari verlaufen über diesen Makki ibn Ibrahim. Fünftens, die Schüler von al-Bukhari. Einer seiner größten und wichtigsten Schüler ist At-Tirmidhi. Und At-Tirmidhi ist die zweite Quelle für die Bücher von Al-Bukhari. Und zwar At-Tirmidhi erwähnt sehr oft in seinem Jami', in seinem Sunna-Werk, Waqala Muhammad. Und Muhammad hat gesagt, damit meint er Al-Bukhari. Und dann hat er ein anderes Werk, das nennt sich Al-Ilal Al-Kabir. Dort erwähnt er auch sehr oft Al-Bukhari. Also At-Tirmidhi, Muslim, gehörte zu seinen Schülern Ibn Khuzaymah und Ibn Abi Dawud. Das sind alles große A'immah und Schüler von Al-Bukhari. Und selbst große Huffaz, die auf seiner Stufe waren, genauso alt wie er und auf seiner Stufe, pflegten von Al-Bukhari zu lernen. Und vielleicht hört Lukas jetzt sehr gut zu, weil er vor einiger Zeit das erwähnt hat. Und zwar heißt es, ich glaube, Al-Mustamli sagte das, er sagte, ich sah, wie Abu Zur'a Ar-Razi, der große Imam, der große Hafiz, ich sah, wie Abu Zur'a wie ein kleines Kind vor Muhammad ibn Ismail saß und ihn über die Ilal der Hadithe befragte, über die Fehler und Makel der Hadithe befragte. Wann ist Abu Zur'a geboren? 200, oder? 200 nach der Hijra und Al-Bukhari 194. Also sie sind ungefähr gleich alt. Aber trotzdem heißt es, Abu Zur'a saß vor Al-Bukhari und hat ihn von ihm gelernt und ihn gefragt. Die Vorgehensweise bei der Kritik und bei der Beurteilung
und bei Al-Jarh könnte man wortwörtlich als Verletzung übersetzen. Und was Al-Jarh angeht, Al-Jarh wa Ta'dil, das ist eine Wissenschaft für sich. Die Kritik, Al-Jarh ist die Kritik und Tadel und Ta'dil ist der Lob. Und die Ä'immah haben verschiedene Arten, wie sie jemanden kritisieren. Manche sind sehr streng und verwenden strenge Worte. Zum Beispiel sagen sie Dajjal, wenn irgendjemand einen Fehler macht oder Hadithe falsch überliefert oder Hadithe erfindet, dann sagen sie zum Beispiel über ihn Dajjal oder Ruknul Kadhib, die Säule der Lüge. Oder Yahya ibn Ma'in sagte einmal über einen, einmal wurde ihm ein Hadith vorgetragen, dann sagte er, لو كان لي رمح لغزوته. Er sagte, hätte ich ein Speer, dann würde ich gegen denjenigen in den Krieg ziehen, der diesen Hadith auf diese Art und Weise falsch überliefert hat. Und dann gibt es andere A'imma, die eher sanfte Worte benutzen. Wie hier Al-Bukhari und wie sein Schüler Al-Tirmidhi. Al-Bukhari, wenn er jemanden als sehr, sehr schwach einstufen wollte, über den Ahmed sagt, Munkarul Hadith, das benutzt Ahmed sehr oft. Munkar heißt verwerflich. Er sagte, Al-Bukhari selbst sagte, wenn ich über jemanden sage, fihi nazar, man muss ihn genauer betrachten. Was denkt ihr? Wie hört sich das an? Jetzt sagt man über einen Überlieferer, man muss ihn genauer betrachten. Das hört sich so an, ja, er ist gut, ja, seine Hadithe sind in Ordnung, aber es kann sein, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Was bedeutet fihi nazar bei Al-Bukhari? Bei Al-Bukhari bedeutet das, dass er der Lüge bezichtigt wurde und sehr schwach ist. Und jetzt kommt jemand und er kennt die Vorgehensweise von Al-Bukhari nicht, dann wird er das vielleicht falsch verstehen. An-Nasa'i sagt sehr oft La Ba's, in Ordnung. La Ba's bei An-Nasa'i ist Fiqh. Er ist vertrauenswürdig, er ist gut, nimm seine Hadithe. Und das ist auch wiederum eine Wissenschaft für sich, dass man zu jedem einzelnen Naqid kommt. Naqid sind die Hadith-Gelehrten, die über diese Thematik gesprochen haben, zu jedem einzelnen kommt und dass man dann schaut, welche Worte benutzt er. Okay, Bukhari benutzt fihi nazar. Was bedeutet fihi nazar bei Al-Bukhari? Okay, das bedeutet so und so. Dann kommt man zu Yahya ibn Ma'in. Wenn ich ein Speer hätte, würde ich gegen ihn in den Krieg ziehen. Was bedeutet es? Das bedeutet, Yahya kritisiert ihn extrem. Ahmed sagt Munkar. Was bedeutet Munkar bei Ahmed? Sehr schwach und so weiter. Was ich natürlich gemacht habe, barakallahu fikum, jetzt bei den Schülern und bei den Lehrern, ich kann nicht die 1000 Lehrer von Al-Bukhari auflisten. Was ich mache, auch bei den anderen, ich erwähne immer nur einen, zwei, welche, die sehr bekannt sind oder über die er sehr oft überliefert hat oder die eine hohe Stellung haben. Nur diese erwähne ich. Und was Abu Dawud angeht und Al-Bukhari, sie waren nicht Schüler und Lehrer voneinander.